Bitte greif mich nicht an. Okay. Leichte Überreaktion? Nee, genau die richtige Reaktion. Was zur Hölle war das denn? Sehe ich das richtig? Ist das wirklich, was ich denke, dass es ist? Eine Sekunde, ich brauche die Checkliste. 8 Beine, eindeutig. Mehr als 2 Augen, yo. Und sieht irgendwie gruselig aus, auch da haben wir ein klares Ja. Liebe Leute, wir haben eine Spinne im Haus. Aber keine Sorge, ich habe ein Gegenmittel. Einen Moment. Raus aus meinem Haus. Ich schwöre, wenn mich noch einer fragt, ob die Pistole, die sich nach Plastik anhört, echt ist, dann verliere ich den Verstand und setze die Kommentarsektion in Flammen. Für lange Zeit war es ruhig um den besten Spinnenjäger des Planeten, doch ich bin zurückgekehrt, um meinen Ruf zu verteidigen, denn die Konkurrenz, die schläft nicht und die nehmen mir jetzt alle die Kunden weg und deswegen bin ich zurückgekehrt in den aktiven Einsatz. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Kill It With Fire Heatwave. Ich habe ja vor ein paar Monaten schon mal die Demo zu Kill It With Fire gespielt. Das hier ist immer noch nicht das vollständige Spiel, sondern so eine Art geupdatete Demo, bevor dann das fertige Spiel rauskommt, rechts unten am 13. August 2020. Es ist anscheinend weitaus mehr hier drin, auch Endgame-Zeug. In den ersten Leveln zum Beispiel gibt es jetzt ein Sturmgewehr. Ich dachte eigentlich schon, dass der Revolver ein bisschen übertrieben wäre, um Spinnen zu jagen, aber nein, es gibt jetzt ein Sturmgewehr. Und es gibt anscheinend auch verschiedene neue Spinnensorten, also auch Endgame-Spinnen, so Königin-Spinnen, irgendwie sowas, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ein sehr eigenartiges Konzept. Wer nicht weiß, worum es geht, ich jage Spinnen mit allen nötigen Mitteln, okay? Es ist egal, wie viel ich kaputt mache, wichtig ist, die Viecher müssen weg und dafür werde ich sorgen. Wir spielen den ersten Kontakt. Und ich habe schon damals gesagt, das klingt halt, als ob ich irgendwas mit Aliens zu tun habe. 5 Ausrüstungen, 5 Ziele und ein Upgrade. Und wir machen auch den Arachno-Gauntlet dieses Mal, weil das habe ich beim letzten Mal gar nicht ausprobiert. Ich weiß ja nicht, was das ist. Wahrscheinlich einfach nur so ein Speedrun. Ich habe keine Ahnung. Das hier ist wieder das Häuschen vom Anfang. Immer noch sehr hübsch, muss man sagen. Ne? Eine wunderschöne Straße. Ich höre schon die erste Spinne. Wo bist du? Ja, hier unter der Vase, ne? Sie ist unter der Vase. Oder auch nicht. Dann ist die Vase nichts wert. Okay? Wenn ich dadurch keine Spinne finden kann, ist die Vase nichts wert. Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich deine Vasen kaputt mache. Wo bist du, du kleiner achtbeiniger Feigling? Gefunden. Und da war sie. Eine normale, schwarze Hausspinne. Ungefähr Handteller groß. Und ich wusste... Es war an der Zeit. Ich fühle mich wie so ein Film-Noir-Detective. Irgendwo in diesem Wohnzimmer. Die hat mich angegriffen. Ab sofort ist es Selbstverteidigung, okay? Ab sofort ist es Notwehr. Sie hat mich quasi angegriffen mit der Pflanze. Das hast du dir verdient. Das Klemmbrett. Erledige eine Spinne. Wo bist du hin? Hier. Komm. Wie gesagt, Notwehr. Ich musste mich verteidigen, okay? Die greifen mich an. So, neues Missionsziel. Ich brauche den Tracker. Ich höre immer noch so viele Spinnen hier. Die verstecken sich hier und lachen mich aus. Die sitzen da und lachen sich in ihre 8 Beine. Und machen sich über mich lustig. Es sind so viele. Okay, hierfür braucht man einen Kill. Machen wir auf. Ich komme gleich. Ich habe dich gehört. Ich komme gleich, okay? Ich muss diese Tür freischalten. Dafür ist Johnny draufgegangen, okay? Dein bester Freund... Und Kollege, sie hat sich wieder versteckt. Hier ist der Spinnentracker. Es ist immer noch ein hervorragendes Gadget. Neue Ausrüstung, der Tracker. Rechte Maustaste. Ja, das ist sowas wie ein aktives Radar. Sieht aber anders aus, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Neues Ziel, mehr Feuerkraft. Kriegen wir jetzt schon Dynamit oder ein Sturmgewehr? Das wäre schon geil. Also ihr... Ja, hier rastet das Ding völlig aus. Hier ist eine Spinne. Potenziell hier drin. Where you at? Das ist ein Zettel. Ah. Ja, hallo. Ich habe die angehittet. Okay, die halten 2 Hits aus. Es sind wir die Superspinnen. Und super schnell sind sie auch, aber ich habe die besseren Reflexe. Guten Tag, liebe Spinne. Kannst du kurz innehalten? Ich habe ein Ziel. Ich muss eine Spinne mit einem Buch eliminieren. Wo willst denn du hin, ha? Das hat super funktioniert. Wie soll ich eine Spinne mit einem Buch erledigen, wenn ich das Ding quasi nicht werfen kann? Oder halt nicht sonderlich hart. Da ist es. Ich habe sie nur angehittet. Natürlich überlebt die das. Ja, logisch. Ja. Jetzt habe ich sie. Das Ziel wäre abgehakt. Alles klar. Jetzt muss ich ins Badezimmer, um mir das Haarspray zu besorgen. Hierfür brauche ich 4 Ziele, sonst kann ich das nicht freischalten. Aber 2 Kills hierfür.
Das ist drin. Es ist noch eine links von mir und eine rechts von mir. Das ist halt gemacht wie ein Horrorgame, ne? Auch mit den Geräuschen. Das ist so bescheuert. Was haben wir hier? Ein Geschenk. Okay, Upgrades. Proteinshake. Ah, das ist wieder das. Hier ist das Haarspray. Ich meine, ne, wie gesagt, bevor ich dann komme in dein Haus und mich um die Spinnen kümmere, musst du so eine Erklärung unterschreiben, dass sämtliche Schäden, egal ob Explosionen, Brände, Einschusslöcher, die Nachbarin, die es dabei irgendwie erwischt, weil ich durch den Zaun ballere, sämtliche Schäden, die an deinem Haus, an dir, deiner Familie oder deinen Freunden und Nachbarn entstehen, sämtliche Schäden kannst du selber bezahlen. So viel Geld habe ich nicht. Okay, cool. Dann Aufwärmübung. Verbrannte Objekte. 20 Stück. Das ist der Arachno-Gauntlet. Alles klar. Dann würde ich sagen, through the fire and the flames. Gib ihm. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil ansonsten geht mir die Muni aus, bevor ich das machen kann. So, cool. Und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt könnte ich hier noch die Schublade freischalten. Und dann könnte ich eigentlich verschwinden, aber ich will noch den Arachno-Gauntlet machen. Weil eben, das habe ich gar nicht ausprobiert. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Der Revolver. Da ist es. Mit Munition. Jetzt habt ihr keine Chance mehr. Egal, was ihr tut, okay? Egal, was ihr tut, egal, was ihr versucht, ihr habt verloren. So einfach ist es. Ihr könnt nichts machen. Okay, was ist der Arachno-Gauntlet? Töte Spiel mit dem Revolver, ohne nachzuladen. Soll ich meine Mausempfindlichkeit dafür runterstellen, damit es richtig schwitzig wird? Yo, definitiv. Yeah, boy. Von 50 runter auf 30. Das fühlt sich schon ein bisschen anders an. Es fühlt sich überhaupt nicht anders an. Es hat quasi keinen Effekt. Egal. Herausforderung starten. Okay, 5 Stück. Spawnen die einfach so oder muss ich die finden? Das ist jetzt die Frage. Und ich darf halt nicht nachladen. Das heißt, ich darf einmal verfehlen. Das ist problematisch. Die spawnen auch nicht einfach so. Gefühlt. Also es rennen mehr rum, aber die kommen nicht aus jeder Ecke. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe noch 30 Sekunden, noch 3 Spinnen. Hier ist noch eine. Komm. Down. Noch 2. Noch eine. Nicht nachladen. Ziel gesichtet. Ziel gehittet? Fragezeichen? Nee. Okay, die ist so schnell, die treffe ich nicht. Ich hab's. Herausforderung abgeschlossen. Ich wollte gerade ausholen zum Dabben, aber ein wahrer Profi hat Standards. Und, ne, und laut Standards, dabbt man nicht. Okay, ich kann jetzt gehen. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gemacht. Hier ist alles erledigt. Wir verschwinden. Okay, das heißt, man kriegt den Revolver jetzt schon im Tutorial. Ich glaube, beim letzten Mal hat man den im zweiten Level erst bekommen. Ich frage mich, was da noch so kommt. Ich frage mich, was da gleich noch so alles auf uns zukommt. Okay, war das alles? 7 Minuten, 21 Sekunden, 13 Spinnen erwischt. Ein Ausrüstungsstück verpasst. Aber wo? Wo? Soll ich dahin zurück? Ich kann jetzt Upgrades ausrüsten. Der Proteinshake. Ja, Fitness ist nicht nur ein Hobby, es ist ein Lifestyle. Wir verpflegte weiter. Ja, da ist es. Okay, cool. Ich gehe kurz zurück. Okay? Ich gehe kurz zurück. Ich habe ein Ausrüstungsding übersehen. Ich will das haben. Was? Hallo, Herr Nachbar. Alles klar, was machst du denn in dem Spiel? Ich suche immer noch nach der Ausrüstung, die fehlt, ne? Ich finde es einfach nicht. Hier ist anscheinend irgendwas. Da drin. Irgendwas ist da drin. Was ist das denn? Shuriken. Stimmt, es gibt ja noch die Shuriken, die Wurfstände. So sieht es übrigens aus, wenn ich einmal nach Ausrüstung suche. Das ist der Status, in dem ich deine Wohnung hinterlasse. Ich dachte, ich kann jetzt einfach gehen. Ich muss jetzt 10 Spinnen abmoxen, wirklich? So, jetzt aber. Jetzt konnte ich in Frieden gehen. Ich habe alle Ausrüstung, ich habe alle Ziele, ich habe alle Upgrades. Das Level wurde quasi komplett durchgespielt. Nahbegegnung. Okay, 4 Ausrüstungen, eine Geschmacksrichtung. Was? 6 Ziele, 7 Batterien und 2 Upgrades. Und ein Arachno-Gauntlet. Jetzt wird es ein bisschen voller mit noch mehr Spinnen und noch mehr Dingen, die man tut. Kann. Ausgeburt des Bösen. Töte Jungspinnen 10 Stück. Die hier, ne? Die kleinen Weißen. Die kleinen, ekligen Weißen. Die hier sind nicht so. Nicht so schön. Nicht so schön. Und wir sollten es erledigen, bevor es sich weiterentwickeln kann. Denn das haben sie nicht verdient, okay? So, was haben wir hier? Neben dem Foto von dem Typen, der aussieht, als heißt er Kyle, die Vergangenheit auslöschen. Was?
Zerschlage Bilderrahmen. Ah, das ist die Quest. Das ist die Quest. Da war eine Spinne dran, siehst du mal. Nichts leichter als das. Jetzt ist das Ding endlich mal kaputt. Ich könnte jetzt hier rein. Komm, warum nicht? Dann machen wir das Level ein bisschen größer. Und gucken mal, was sich hier drin so versteckt. Hello. Ist das ein Waffenkoffer? Es ist ein Waffenkoffer. Für 4 Ziele kann ich da rein. Und lass mich raten, es ist wahrscheinlich ein Sturmgewehr. Oder halt das Sturmgewehr. Kann ich mir... Guten Tag, Munition. Kann ich mir... Hallo? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und nochmal Muni. Hauptbadezimmer freigeschaltet. Ja, hier ist, glaube ich, die Flinte drin. Die große. So sieht es zumindest aus. Triangulator. Okay, Batterien zum Ausrüsten von Tracker-Upgrades finden. Hier liegt so viel Zeug rum, ne? Und das Hauptbadezimmer. Was für Viecher und vor allem wie viele haben wir hier? Es ist wie immer die Frage, die ich mir stelle. Hallo, das ist eine gruselig aussehende Spinne. Die ist rot, Mann. Bitte greif mich nicht an. Okay. Leichte Überreaktion? Nee, genau die richtige Reaktion. Was zur Hölle war das denn? Ausgeburt des Bösen ist erledigt. Okay. Munition. Wundervoll. Ich habe den Nachttisch freigeschaltet. Ich habe das Gefühl, als will ich mich waschen. Ich war zwar gerade eben erst duschen, aber ich will mich waschen von oben bis unten. Okay, was haben wir hier? Nach Skeletten suchen. Öffne die Wandschranktür. Geht nicht. Ja, ich weiß, dafür brauche ich noch Dings, ne? Den Schlüssel, glaube ich. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal versucht, das Ding aufzuschießen. Aber dafür brauche ich den Schlüssel. Ich höre dich, aber ich komme nicht. Alles klar? Ich, chill einen Moment. Warte einfach, dann komme ich. Ich komme schon noch irgendwann. Das hier ist das Gamerzimmer, jawohl. Energy Drink. My man hat einen Greenscreen, by the way. Das ist ein Streamer. Okay, cool. Ich meine, was ein Gamer? Ich sehe kein RGB, aber der Rechner ist auch aus. Es könnte also sein, dass die Tastatur schön leuchtet. Das Gehäuse ist definitiv RGB. Alles klar. Habe ich da... Wie ist die denn draufgegangen? Sie von der Wand gesprungen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, weil alle ihre Freunde um sie herum sterben? Vermutlich schon. Käsebällchen. Ja, das lockt die Viecher an. Ich weiß nicht, warum Spinnen Käsebällchen essen, aber es ist anscheinend... So. Och, nö. Warte mal. Hab da einen Plan. Und? Ja. Und alle gehen drauf. Das ist der Plan. Wundervoll. Jetzt habe ich das Setup ein bisschen angekokelt. By the way, Leute, werft mal bitte einen Blick auf meine Munition. Nice. Okay, Nachttisch auf. Spinne. Der Schlüssel zu diesem komischen Schrank. Nice. Dann kann ich auch da hinten durch die Tür, wenn ich das wollen würde. Hallöchen. Die Schrotflinte. Ja, alles. Jetzt, das ist Endgame, okay? Das hier ist... Endgame. Ist die beste Kombi. Erst das Viech erledigen und dann Feuer drauf. Oh nein, es ist schon wieder die Quest. Geteiltes Leid. 2 Spinnen mit einem Schrotflintenschuss. Kann ich das? Ich meine, ich habe die Käsebällchen gerade nicht ausgerüstet. Hier? Jawohl, und dann, Gönnung? Es kommt niemand. Ich weiß ganz genau, dass hier welche sind. Die müssten jetzt eigentlich rauskommen. Die stehen auf das Zeug. Hier ist eine. Die andere Käsebällchen wurde nicht als Ziel erfasst anscheinend. Hier? Gönnt euch mal. Die ist gerade zu einer größeren geworden. Alles klar. Ich muss beide hier drüber kriegen. Ich muss beide hierher kriegen. Hallo, Spinni. Spinni, Spinni. Idiotenspinnen. Die ignorieren einfach meine Käsebällchen. Ach so, weil die wahrscheinlich nicht mehr darauf anspringen. Ich kann das durchwechseln. Das ist klassischer Cheddar. Alles klar. Ja, ich kann das durchwechseln, aber ich habe irgendwie die andere Sorte nicht. Das heißt, es gibt noch verschiedene Untersorten und die Viecher springen darauf an oder auch nicht. So, was haben wir denn hier? Das ist dieses Räumchen. Wundervoll. Hier ist nochmal was. Entdecke einen versteckten Raum. Stimmt, das ist irgendwo hier, ne? Ich höre Spinnen.
Der ist irgendwo hier. Ich weiß nur nicht mehr. Ich glaube, das war ein Buch, an dem man ziehen musste. Ja, da ist es. Ich hab's noch drauf. Vorstadtgeheimnisse, genau. Hier ist auch noch mal ein bisschen Munition. Alles, was man braucht. Cargo Shots, das ist ein Upgrade aus irgendwelchen Gründen, by the way. Okay. Batterien habe ich gefunden, ausreichend. Den Safe kriege ich noch nicht auf. Hier oben ist noch was mir aber nichts bringt. Freigeschaltet Kasten. Cool, hier war der Arachno Gauntlet, aber dafür brauche ich zwei weitere Ziele. Nämlich genau die zwei, die noch übrig sind. Und es fehlen auch noch zwei Batterien, die auch noch irgendwo sein müssen. Und ich muss noch zwei Spinnen mit einem Schrotflintenschuss erledigen, was nicht einfach wird. Definitiv nicht. Hier ist nochmal eine Batterie. Hier ist die letzte. Das ist erledigt. Okay. Ich könnte jetzt gehen, aber es fehlen noch Bilderrahmen ohne Ende. Es fehlt noch so viel. Ich glaube, die hier... Oder zählen die auch? Ich weiß es eben nicht mehr. Da war eine rote Spinne hinten dran. Haben wir einen Plan? Ich denke, wir haben einen Plan. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Warte. Wir haben hier einen Plan, okay? Jetzt. Dann Käsebällchen zum Anlocken. Das finden die nämlich ganz schön. Ja, da gehen sie los. Da müssen sie los. Aber nur eine davon. Warum gehen nicht zwei zu einem Käsebällchen hier? Das ist doch voll traurig. Warum gehen die nicht zusammen dahin? Jetzt geht das nicht mehr, die Quest, glaube ich. Dafür kann ich das Ding jetzt hier aufmachen. Ist das das Sturmgewehr? Ich glaube, es ist das Sturmgewehr. Ich bin ziemlich sicher. Ja, es ist eine M4. Logisch. Warum nicht, ne? Es ist eine M4. Es ist legit. Mit 30er Magazin und 60 in Reserve. Why? Da ist es. Die Vergangenheit wurde ausgelöscht. Ich kann den Safe aufmachen. Aber eben das mit zwei Spinnen und einem Schrotflintenschuss wird nicht funktionieren. Und dadurch kann ich auch das hier nicht machen. Ist etwas schade. Aber es ist, was es ist. So, auf. Money und C4, da ist es. Wir haben schon gefragt, wann das kommt. Jetzt haben wir C4. Das ist geil. Ich glaube, sonst kann ich nichts machen. Eben zwei Spinnen mit einem Schrotflintenschuss, das wird nicht funktionieren. Dazu hätte ich die roten gebraucht, wo dann die kleinen rauskommen. Und hätte die dann alle irgendwie zu einem Cracker hin baiten müssen. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Deswegen sind wir, glaube ich, hier fertig. Ich glaube nicht, dass es mehr als das geht. Ich denke aber, ich habe alles andere gefunden, korrekt? Ich glaube, bis auf das eine Ziel ist hier alles erledigt. Oder bitte sag ja. Komm schon, Spiel. Bitte gönn mal einen raus jetzt. Ich muss mich gut fühlen. Das ist ein harter Job. Okay, es ist ein harter, grusiger, ekliger Job. 15 Minuten, 3 Sekunden. Ausrüstung, Geschmacksrichtung. Ah, okay, von den Chips. Ziele, ja, es wurde alles, ich habe alles gemacht, bis auf das eine Ziel. Ich habe alles gemacht, bis auf dieses eine Ziel. Ich könnte es nochmal versuchen, aber ich weiß ganz genau, das wird extrem nervig sein. Deswegen spare ich mir das jetzt. Das nächste wäre häusliche Pflichten. Da geht's in die Küche. Das war beim letzten Mal schon nicht in der Lobby, in der Demo drin. Genau, zwei Ausrüstungen, zwei Geschmacksrichtungen, 6 Ziele, 8 Batterien und 2 Upgrades. Ich würde aber einfach mal sagen, das war es für dieses Mal hier bei Kill It With Fire Heatwave. Schreibt mir gerne unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Das ist extrem dumm, aber cool. Okay, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Ich meine, ja, viele Leute mögen keine Spinnen, aber ein Sturmgewehr? Das ist ein bisschen übertrieben und ich habe noch nicht mal die Hälfte aller Waffen gesehen. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, bis dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich frage mich, ob es im fertigen Spiel eine Atombombe gibt. Das frage ich mich wirklich.